Dann darf man sich allerdings nicht wundern, wenn plötzlich die Steuerfahndung vor der Tür steht und alles bis zum letzten Winkel durchsucht. Ja, da und ist hier ist so sie einer, auch schon. Ich habe mit diesem Herrn nichts zu tun, gar nichts. Einen wunderschönen guten Abend, darf mich ganz kurz persönlich vorstellen. Treiber, Sigmund von Treiber, Oberfinanzdirektion Steuerfahndung. Hallo Chemnitz! Ja, Herrschaften, ich finde es auch immer wieder schön, an einen Raum hineinzukommen. Wirklich so viele alte, bekannte Gesichter an einem Fleck versammelt zu finden. Ich möchte mich auch speziell bei Ihnen nochmal ganz herzlich entschuldigen. Es tut mir wirklich leid, dass ich neulich Ihre Tür eingetreten habe. Sagen Sie Bescheid, wenn das Ding wieder heil ist. Wir kommen wieder, ja? Ja, Sie sehen, meine Damen und Herren, mein Sack ist nicht besonders groß. Ich betrachte mich eher als so eine Art Weihnachtsmann-Light. Habe aber trotzdem das ein oder andere Geschenk mitgebracht. Das ist das Geschenk für Sie hier vorne. Das ist eine Selbstanzeige. Wir persönlich vom Finanzamt begrüßen es übrigens, wenn Sie homosexuell sind. Ja? Ne? Schwul heißt für uns zweimal Steuerklasse 1, lebenslänglich. So, meine Damen und Herren, vielleicht vorab ein ganz großes, herzliches Wort des Dankes an Herrn Peter Musbach von der Deutschen Oper und den Bund Deutscher Pressesprecher für die Organisation und Durchführung dieser Scheinveranstaltung. Die es uns von der Finanzverwaltung ermöglicht, hier den Pressesprechersteuersumpf mal so richtig von Grund auf auszutrocknen. Ja. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, bevor GSG 9 hier eintrifft mit den Mannschaftswagen für ihren Abtransport. Können wir noch ein bisschen plaudern? Machen wir uns jetzt ein bisschen gemütlich. Wenn ich das schon sehe, wer hier so alles rumhockt. Pressesprecher, ist auch ein toller Job. Pressesprecher ist ja jemand, der es als Journalist nicht wirklich geschafft hat. Dem aber der Abstieg in die PR-Agentur erst noch bevorsteht. Und das ist diese Verunsicherung, die überall ausbricht gerade. Und es kommen ja auch viele Menschen zu mir und sie sagen, Treiber, was ist eigentlich mit den Steuern? Ich sage, wieso Steuern? Was ist denn daran so schwierig? Wie viel Steuern gibt es denn schon groß? Gibt die Einkommensteuer und die Lohnsteuer. So! Gut, es gibt Mehrwertsteuer, auch Umsatzsteuer genannt. Kfz-Steuer, Flughafensteuer, Verkehrssteuer, Versicherungssteuer, Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindesteuer, Hundesteuer, Pflegesteuer, Mineralölsteuer, Tabaksteuer, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Verbrauchsteuer, Besitzsteuer, Kapitalertragssteuer, Kapitalverkehrssteuer, Kapitalzinssteuer, Kirchensteuer, Einfuhrsteuer, Einfuhrumsatzsteuer, Quellensteuer, Sektsteuer, Brandweinsteuer, Doppelbesteuerungsabkommen. Ich bin noch nicht fertig. Anlage N, Anlage CAP, Anlage SO, Anlage FW, Anlage V, Anlage AOS, Anlage GSE, Anlage V, lineare, degressive, betriebsstandorientierte AFA und Sonderabschreibung, das ist doch nicht so schwierig. Nein, jetzt, bitte, wir haben keine Zeit. Ja, diese Fit for Fun Senioren. Ich denke, Sie wissen, wovon ich rede, nicht wahr? Ja, versuchen Sie mal, denen zu entrinnen, das schaffen Sie gar nicht. Machen Sie mal was, wo Sie keinen von denen vermuten würden. Himalaya-Trekking. Sie sind im Annapurna Basecamp, 6000 Meter Höhe. Da ist die Luft verdammt dünn. Ja, auf einmal werden Sie brutal von hinten zur Seite geklingelt, kommt da so eine Rotte Rentner auf Ihren Mountainbikes angepäst, springt ab und fragt Sie, ob Sie nicht Lust haben, Boccia zu spielen. So sind die drauf, das ist doch kein Wunder, dass ein Philipp Missfelder von der Jungen Union sagt, diese Leute müssen wir ruhig stellen, denen bauen wir die künstlichen Hüften wieder aus. Ist Ihnen eigentlich klar, dass die Summe der Gelder, die weltweit ausgegeben wird für Viagra und Schönheitsoperationen, die Summe der Gelder für Alzheimer-Forschung um ein Vielfaches übersteigt? Wissen Sie auch, wo das hinführt? Ne, da werden wir in diesem Land in 30 Jahren haufenweise ältere Menschen haben mit tollen Titten und Dauerständern, die sich nicht mehr daran erinnern können, was man damit macht. Früher brauchte man noch wochenlang, musste jeden Abend ins Bordell gehen, um ein größeres Vermögen durchzubringen. Ne, heute reicht Volltanken. Diese barbarische Kälte gerade. Oh, da fragt man sich auch, wo bleibt eigentlich diese Klimakatastrophe, wenn man sie mal braucht?
Und da hilft nur eins, Autofahren. Und die Bundesregierung unterstützt Sie. Wenn Sie dieses Jahr einen Neuwagen kaufen, dann sparen Sie die Kfz-Steuer. Das ist viel Geld. Beim Kleinwagen ist das satte 50 Euro. Nee, lohnen, da wird das schon beim Geländewagen, das sind das 900 Euro. Richtig lukrativ ist das allerdings erst ab dem Sattelschlepper. Wenn ganz Deutschland im 40-Tonner zur Arbeit juckelt, dann geht's wieder bergauf. Na, und dann braucht es, wenn es immer noch nicht warm genug ist, dann gibt's nur eins. Massentierhaltung. Methanhaltige Rinderfürze. Ja. Kuhpupser, die machen das Klima warm. Na, da muss dann jeder auf seinem 40-Tonner 10 bis 20 Rinder transportieren, die nur mit Bohneneintopf gefüttert werden. Seien wir realistisch. Erst wenn Palmen auf der Zugspitze wachsen, können wir sicher sein, dass unsere Bergwelt nicht mehr durch skifahrende Politiker gefährdet wird. In der DDR gab es zum Schluss immer andauernd Fleisch. Ne? Alles gab es irgendwie Broiler verseucht. Ja, und das war nicht irgendein Fleisch. Das war so dermaßen mit Antibiotika und Medikamenten vollgepumpt, da war Schweinegrippeimpfung überhaupt keine Frage gewesen. Schnitzel hätte da gereicht. Ne, und für die Sicherheit, da muss ja auch das Grundgesetz mal... Ne, da hat ja übrigens ein ganz interessanter Paradigmenwechsel stattgefunden in letzter Zeit. Entsinnen Sie sich noch, wenn Sie vor 30 Jahren gegen das Grundgesetz waren, gab es Berufsverbot. Ne? Heute ist diese Einstellung Hauptvoraussetzung, um überhaupt Innenminister zu werden. Gut, und viele Menschen fragen sich jetzt auch besorgt, Mensch, wo kommt denn dieses ganze Geld her, was auf einmal da ist für diese Rettungsschirme und die Steuergeschenke, wessen Geld ist denn das? Und da kann ich Sie von staatlicher Seite aus beruhigen, das ist gar nicht Ihr Geld. Nee. Das ist auch nicht das Geld ihrer Kinder. Das ist das Geld ihrer Ur-Ur-Urenkel. Ja, also Menschen, die sie nie kennenlernen werden. Und wenn die Bevölkerungsentwicklung in diesem Land weiter so läuft wie im Augenblick, ist das sowieso ein türkisches Problem. Und natürlich braucht das auch einen Rettungsschirm für die Volksmusik. Denn die Volksmusik macht gute Laune und gute Laune brauchen wir mehr denn je. Ja, jeder Haushalt muss eine kostenlose Sammel-CD mit konsuminspirierenden Musiktiteln kriegen. Ne, trink, trink, Brüderlein, trink. Schaffe, schaffe, Häusle baue. Schatz, wir fahren mit dem Automobil. Und dann so ein paar aktuelle politische Botschaften reinpacken. Ne, sowas wie, blau, blau, blau ist der Enzian. Putin, 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 lass den Gashahn an. Und damit auch wir vom Finanzamt Ihnen noch was schenken dieses Jahr, haben wir eine neue Steuererklärung entwickelt, die ganz, ganz einfach ist. Die geht auf den Bierdeckel, auf den Wunsch von Friedrich Merz. Ist sehr simpel. Eine erste Zeile, wie viel haben Sie im letzten Jahr verdient? Zweite Zeile, wo können wir uns diesen Betrag wieder abbuchen? Und jeder von Ihnen kriegt so einen Bierdeckel, den können Sie zu Hause ausfüllen und dann warten Sie einfach, bis der Konsumgutschein kommt. Ich wünsche Ihnen noch frohe Weihnachten!